Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf in unserem Podcast und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Zimmermann. Heute möchte ich Ihnen eine neue Kollegin in der Marktwilhelm-Bibliothek vorstellen. Vor einigen Wochen war ich ja in der EMWEG-Bibliothek und habe dort zwei neue Kolleginnen interviewt. Und jetzt sitzt mir Katrin Pfeffer gegenüber. Sie stärkt seit einigen Wochen das Team der Marktwilhelm-Bibliothek. Herzlich willkommen, Katrin. Danke. Vielleicht noch, bevor ich es vergesse, wenn dieser Podcast oder diese Folge gesendet wird, am 21.12. hat Katrin Geburtstag. Zu Ehren deines Geburtstags, Katrin. Wunderbar, wunderbar. Den werde ich zu Hause genießen. Ja, einen besseren Sendetermin hätte ich mir gar nicht einfallen lassen können. Genau. Ja, mal sehen, ob du es genießen kannst, ne? Aber ich denke schon. Ja. Du bist ja nicht neu im Bibliothekswesen, sondern hast vorher auch schon in andere oder als Bibliothekarin gearbeitet. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen über deinen beruflichen Werdegang, wo du schon überall gearbeitet hast und was du da gemacht hast. Also ich habe 1985 mein Abitur beendet und habe mich ein bisschen zu spät zum Studium beworben und für die Überbrückung kam dann für mich in Frage, in der Stadt- und Kreisbibliothek meines damaligen Heimatortes Halberstadt zu arbeiten. Das ging so fast ein gutes Jahr. Und währenddessen konnte ich viele Stationen durchleben, alles, was so in der Bibliotheksarbeit anfällt. Und ich habe mich dann innerhalb dieses Jahres nochmal neu beworben an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig. Ja. Genau. Und hatte das Glück, dort angenommen zu werden und habe dann mein Fachschulstudium damals noch, hieß es noch Fachschulstudium, begonnen. Und während dieses Studiums habe ich mich dafür interessiert, hier in Berlin landen zu dürfen. Und da musste man sich ja dann vorstellen und die ganzen Leitungen aus den Stadtbezirken kamen dann und da hatte ich auch wieder das Glück, dass mich die Leiterin dort ausgewählt hat. Und dann bin ich sozusagen seit 1987 schon in Berlin gelandet. Damals war es noch mein letztes Studienjahr, das war ein praktisches Jahr. Und offiziell arbeitete ich seit 1988 dann im damaligen Berlin Prenzlauer Berg in der Stadtbibliothek. Ach so, dort. Und in welcher? Ich habe angefangen in der Heinrich-Böll-Bibliothek und bin dann nach ein paar Jahren, das war 1989, bin ich in eine kleine Stadtteilbibliothek gewechselt. Dort hatte ich die Leitung und die Leitung über eine Mitarbeiterin. Wir waren ein wunderbares Team, fand ich. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das war eine schöne Zeit. Und da kam dann sozusagen der Personalüberhang mir in die Quere. Da war ich dann ein knappes Jahr im Jugendamt, habe dort gearbeitet. Dann wurde meine Tochter geboren. Da war ich im Erziehungsurlaub. Und die Bibliothek wurde dann danach abgewickelt. Also ich kam dann wieder zurück. Ich hatte das Glück, wieder zurück zu dürfen. Und bin dann zurückgekommen in die Heinrich-Böll-Bibliothek und habe da ganz normale Lektoratsarbeit gemacht, war am Thekendienst, habe Beratungsdienste gemacht. Und in dieser Zeit bin ich dann immer mehr so ein bisschen in diesen ZE-Prozess reingewachsen, kann man so sagen. Ne? Also die Kollegin, da war dann absehbar, dass sie irgendwann in Rente gehen wird und mich hat das interessiert, Katalogisierung, Sacherschließung, das lag mir. Und so bin ich eigentlich über die Jahre im Grunde genommen da eigentlich mit reingewachsen, wie ich eben schon sagte. Also es war nicht ein abrupter Wechsel, sondern es hat sich einfach so ergeben und kam meinen Interessen entgegen. Und die Kollegin, als sie dann in Rente ging, hat sich gefreut, dass ich mich dafür interessiert hatte. Und so kam dann
der Wechsel zustande. Also ich habe dann die ZE-Leitung in Pankow, damals war es noch Prenzlauer Berg, übernommen. Mhm. Und das ging dann fast mit zeitgleich, dass diese Bezirksfusion kam. Ja. Und dann wurde es der Großbezirk Pankow. Mhm. Dann mussten drei ZEs zusammengeführt werden. Mhm. Und sowas alles habe ich dann diese ganzen Prozesse begleitet. Mhm. Also im Grunde genommen war ich dann also eigentlich so 35 Jahre etwa im Bezirk Pankow. Muss ich mir das überlegt, weil sich das anhört. Ist wirklich 35 Jahre. Ein bisschen gruselig. Ja, ich musste ja jetzt im Zuge meiner Bewerbung rekapituliert man ja dann auch den beruflichen Werdegang und es ist schon manchmal ein bisschen unheimlich, also ja, wie die Zeit vergeht. Man kommt mental nicht mit, ne? Ich denke auch manchmal, es kann gar nicht sein, dass ich schon so alt bin. Ja. Das stimmt irgendwas. Ich fühle mich aber noch ganz knackig. Also, ja. So siehst du ja auch aus. Du siehst nicht aus, als ob du schon so ein langes Berufsleben hinter dir hast. Ja, es ist schon wirklich verrückt. Also man lebt ja so Tag für Tag seinen Alltag und seinen Arbeitsalltag und dann auf einmal ist die Zeit verschwunden. Ja. Ne? Ja. Ich muss noch mal kurz fragen, dein Wechsel nach Berlin. Ja. Du hast gesagt, du musstest dich den Bezirken, also den Chefs quasi von den Stadtbezirken vorstellen, das wusste ich gar nicht. Also die saßen dann alle in einer Runde? Ja, genau. Das war so wie eine Art Vorstellungsgespräch. Man hat da so eine kurze Abhandlung gemacht, dass man sich halt interessiere mich für Berlin, warum? Mhm. Und dann wurde die Abschlussarbeit vorgelegt, so ein bisschen, so dass die wussten, mit was man sich dort beschäftigt. Die kamen in den Notendurchschnitt. Mhm. Und dann war es im Grunde genommen ein Zwiegespräch. Also warum wollen sie zu uns? Ja. Wie ist ihr Werdegang? Und dann haben die sich dann untereinander geeinigt. Wer kriegt sie? Naja, im Grunde. Nee, eigentlich nicht. Ich denke nicht, dass sie sich da irgendwie gestritten haben, weil Man wusste ja ungefähr, wer möchte gern wohin und dann war eigentlich nur, trifft sich das mit unseren Erwartungen, sagen wir ja, oder das geht gar nicht und dann wäre man abgelehnt worden. Ach so. Ja, dann hätte es einfach nur eine Ablehnung gegeben. Das war bestimmt total aufregend. Das oder? War wahnsinnig aufregend, ja. Genau wie jetzt die Bewerbungsgespräche auch. Ja. Also die waren genauso aufregend. Ne? Ich dachte, du sagst genau wie jetzt der Podcast. ähnlich, ja. Ja. Naja, also ich war dann in Pankow eine ganze Zeit und dort hat man sich eben entschieden, keine zentrale Einarbeitung mehr zu haben, ne? Dass man dort anders arbeiten möchte und das hat für mich nicht so gut gepasst. Mhm. Als ZE-Leitung kann man sich ja Vorstellungen stellen, ne, dass das nicht so kompatibel war. Und dann habe ich mich umgeschaut und ich kombiniere so ein bisschen jetzt das, was du wissen möchtest. Ich habe mich für Marzahn-Hellersdorf interessiert, weil ich schon über die Jahre sowohl mit Frau Hanke als auch mit Katrin Hecht, der ZE-Leiterin, in verschiedenen Arbeitsgruppen im Verbund der öffentlichen Bibliotheken zusammengearbeitet habe. Und ich habe beide Kolleginnen, ich habe sie schätzen gelernt für die Art, wie sie arbeiten, für sowohl in den AGs, als auch das, was man so gehört hat, wie im Bezirk gearbeitet wird, wie geht man miteinander um, wie sind die Arbeitsprozesse, also das, was man so aus Gesprächen heraushört. Ja. Und das war mir immer sehr angenehm, ja, also das, so dass ich mir sehr gut vorstellen konnte, unter den beiden Kolleginnen arbeiten zu können. Mhm. Ja, also ich denke, mit Katrin war ich ja ein bisschen näher zusammen in den Arbeitsgruppen, sodass man sich da auch mal anders ausgetauscht hat. Mhm. Mit Frau Hanke nicht so, aber trotzdem denke ich mal, konnte ich so ein bisschen auch einschätzen, wie hier so der Führungsstil ist und wie man untereinander im Kollegium miteinander umgeht. Und das ist mir sehr wichtig. Na klar. Abgesehen von der fachlichen Arbeit, da gleicht sich ja vieles, ne? Aber das ist schon, also wenn man 8 Stunden am Tag hier so
herkommt. Genau, fünfmal die Woche. Sitzt, genau, ja. Dann sollte das schon passen. Das muss passen, ja. Ja. Und das war, also das sind eben diese zwei Gründe. Einmal, dass ich die Arbeit sehr schätze und andermal, dass in Pankow das nicht mehr so fortgeführt wurde, wie ich es so gewohnt war. Und da muss man dazu sagen, ich wohne hier nicht weit. Also ja. Marzahn-Hellersdorf ist seit Frühjahr 2002 mein Heimatbezirk. Na dann. Genau. Und ich habe ich ja schon immer gesagt, also dass mir das auch Spaß macht für, ich sag mal in Anführungsstrichen, meine Bürger, die mich hier so nah umgeben, auch örtlich nah umgeben, tätig zu sein. Mhm. Ja. Das war ja dann Gewinn auf allen, an allen Fronten sozusagen. Für mich, ne? Ja. Also, für ja. mich, ja. 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 Ja, das passt ja auch rein menschlich, denn mit Katrin kommt man ja auch wirklich sehr gut aus auf und arbeitsmäßig Fall. Auch, sie ist ja sehr strukturiert und ja, ja. Ja, das läuft einfach gut genau. mit Katrin genau. Hecht. Ja. Ja, und auch sehr herzlich, also nicht ja, nur genau. strukturiert, sondern auch sehr herzlich. Ja, 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 genau, genau. ja. Ja, es sagen viele, dass sie uns beneiden, also die wir hier in Marzahn-Hellersdorf arbeiten können, unter der Leitung von Benita Hanke. Mhm. Ja, ja. Ja. Da sind wir auch alle sehr froh, dass wir sie haben. Die Einarbeitungsphase hast du jetzt schon hinter dir und kannst schon so ein bisschen sagen, also dir schon ein Bild machen oder ein Urteil fällen. Ist denn vieles anders als so, wie du es gewöhnt warst aus Pankow, von den Arbeitsabläufen hier? Ist manches besser oder fandst du so einige Dinge in Pankow sinnvoller? Wo du jetzt sagst, das könnten wir hier vielleicht auch mal probieren? Ja, ich sag mal, die Fachsoftware gibt ja einiges vor, was gleich laufen muss einfach. Mhm. Ne? Und trotzdem kann man Geschäftsgänge verschieden aufziehen, je nachdem, was man so auch an örtlichen Gegebenheiten hat, was hat man an Lektoren, genau, Lektoren zur Verfügung. Ne? Das bestimmt ja vieles für den Geschäftsgang. Und es wird einiges anders gemacht. Also ich finde es ganz toll, dass hier im Haus Lektoratarbeit noch stattfindet. Mhm. Ja, das ist im Pankow zum Beispiel über die Zeit weggebrochen. Wir hatten das am Anfang auch, ne, dass im Haus die Lektoren waren für den ganzen Stadtbezirk. Ne, so wie es hier auch organisiert ist, finde ich es sehr effektiv für die zentrale Einarbeitung. Das, also finde ich ganz prima, dass es hier so stattfinden kann. Das ist, denke ich mal, für die Erschließung ein großer Gewinn, denke ich mal. Und wie wurde das in Pankow gemacht? Wer hat das dann entschieden? Also ich sag mal, im Grunde genommen ruhte das dann mehr oder weniger dann auf meinen Schultern, die Formalerschließung, die Sacherschließung, ja. Also auf jeden Fall für den Buchbereich, für die Non-Books nicht so. Und ich habe dann teilweise, wenn ich gar nicht so weiter wusste, dann habe ich die Kollegen aus den Stadtteilbibliotheken gebeten, da zu systematisieren oder Schlagwörter zu vergeben. Und die Erwerbung, wer hat das entschieden, was gekauft wird? Das war also dezentral im Grunde genommen. Also für die Heinrich-Böll-Bibliothek waren schon die Lektorate aufgeteilt. Mhm. Die waren aber nachher nicht mehr so von der Arbeit her, dass die auch die Systematik für den ganzen Stadtbezirk vergeben haben. So. Ne, das haben dann die jeweiligen Kollegen in den Häusern, in den Stadtteilbibliotheken dann für sich gemacht. Ja. Beziehungsweise, wenn wir Standing Order hatten, kamen die Sachen auch wie hier auch schon mit der Signatur vom Lieferanten geliefert, also als Fremddienstleistung. Ich dachte, dass vielleicht alles über Standing Order eingekauft wird. Nein, nein, das war auch schon aufgeteilt. Mhm. Ne? Also ich finde es hier, wie du ja schon sagtest, sehr strukturiert, extrem optimiert, der Geschäftsgang. Ich kann mich da sehr gut reinfinden. Was mich
also wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, ist der Signaturdruck, funktioniert hier etwas anders oder die Signaturschilder sind ein bisschen anders aufgebaut. Da bin ich aber nur drüber gestolpert, aber das ist nichts, wo ich mich nicht wiederfinden würde. Also man könnte das anders machen, das kann man aber eigentlich überall. Also man kann sich immer für einen anderen Weg entscheiden. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt nichts, wo ich denke, es ist total abwegig oder so. Oder was passiert denn hier? Nein, überhaupt nicht. Also ich kann mich sehr gut in die ganzen Geschäftsgänge einfinden und bin begeistert von der Art, wie hier das versucht wurde zu straffen, wo es nur geht, also in den Arbeitsabläufen. Und wir sind ja immer noch dabei, es noch mehr zu straffen. Richtig. Man sich manchmal fragt, muss denn das unbedingt sein? Diesen Schritt können wir eigentlich auch auslassen. Ja, genau. Also die Überlegung, die habe ich auch jetzt in meiner kurzen Zeit auch mitbekommen, dass immer wieder überlegt wird, wo geht es noch besser? Ja, wo geht es noch schneller, wo geht es noch besser? Genau. Und wirst du denn auch Lektorate übernehmen? Also ich habe ja jetzt schon, so war es auch in meiner Stellenbeschreibung ausgeschrieben, das Lektorat Zeitschriften für den ganzen Stadtbezirk. Stimmt. Ja, ne? Stimmt. Also man denkt es vielleicht nicht immer unbedingt, dass Zeitschriften auch ein Lektorat benötigen, aber die Arbeit, die da dran hängt, die ist schon ziemlich aufwendig. Ja, wenn man die ganzen Zeitschriftenabos betreut und auch Zeitschriften für den Verbund generiert, muss man sich schon ein bisschen Zeit ans Bein binden. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, Fachlektorate zu übernehmen, aber das ist, wie sich das ergibt. Also es muss nicht zwingend so sein, aber wenn sich das hier im Prozess ergeben sollte, dann habe ich da auch kein Problem mit. Mich hat neulich jemand gefragt, wie viele Zeitschriften wir haben. Das wusste ich gar nicht. Weißt du das jetzt so aus dem Stegreif? Ungefähr? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, weil wir ja auch im Übergang sind von einem Jahr zum anderen. Da wird ja auch was abbestellt und neu bestellt. Aber soweit ich mich erinnere, stand es auf der Webseite, dass es über 300 Zeitschriften Abos sind. Ja, ich glaube, das 400. Stimmt schon lange. Das müssten wir auch mal aktualisieren. Genau, Zahlen, die stehen da schon lange. Genau, da müsste ich auszählen. Also ich habe mich ja fürs Vorstellungsgespräch auf der Webseite vorbereitet. Und da, ich glaube, da habe ich das entnommen, diese Zahl. Ja, aber es sind schon einige. Gerade hier in der Markt-Wien-Bibliothek ist ja enorm. Ja. Aber das ist für mich eine gute Erinnerung, dass ich diese Seite mal aktualisiere. Ja, genau. Da kann ich dir dann aktuelle Zahlen geben. Genau, Zeitschriften, auch der Rest stimmt da, glaube ich, nicht mehr so ganz. Ja. Nun hast du ja auch schon Dienste, also Beratungsdienste hinter dir. Ja. Du hattest ja so eine Art Schonfrist am Anfang. Ja, du musst dich erstmal umschauen, einarbeiten und so weiter. Und dein erster Dienst war, glaube ich, gleich in der Kinderbibliothek, du wurdest gleich ins kalte Wasser geschmissen sozusagen. Es war die Feuertaufe, es war auch sofort die Hölle los und es waren Anfragen ohne Ende. Ja. Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. es ist natürlich, die Aufstellung in der Kinderbibliothek ist komplett anders, als ich sie kenne. Da muss man erstmal so ein bisschen reinwachsen und überlegen. Also ich brauchte andere Recherchestrategien einfach, um die Anfragen zu bewältigen. Ja. Ne? Also wenn man nur so nach Themen gefragt wird, ist es ja kein Problem. Aber wenn man nach bestimmten Titeln gefragt wird, ist es schon etwas schwieriger, die dann auch wirklich im Regal wiederzufinden. Richtig, die Signatur ist noch lange nicht... Richtig. So sehr aussagekräftig, genau. Da gehört schon so ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Ja. Also Kinderbibliothek ist schon ziemlich knifflig. Ja. Obwohl ich sage, ich freue mich immer, wenn ich dann Erfolg habe und glückliche Gesichter vor mir stehen sehe. Ja. Doch. Also ich mache auch, Beratungsdienste auch wirklich gerne, muss ich sagen. Ja. Ich hatte aber leider das Pech, auch schon in der Musikbibliothek einen Beratungsdienst, so einen halben ableisten zu dürfen. Und da stehe ich noch ganz schön im Regen, muss ich sagen. Ja, also alles, was so die ganzen Scheiben angeht, DVDs, CDs und so,
oder Sekundärliteratur, damit habe ich kein Problem, aber die Noten, also da muss ich noch ein bisschen üben, ja, muss ja. ich sagen. Genau, wenn jetzt jemand fragt, ob man für ein Quartett Noten von Opus sowieso und hat, noch in der Bearbeitung von sonst wem. Ja, das ist schon nicht so ohne, das stimmt. Ja, weil ich, also ich sag mal, ich habe nicht so ein musikalisches Hintergrundwissen, ich weiß im Grunde genommen gar nicht, was ich denjenigen fragen soll, um zu wissen, was möchte er eigentlich von mir. Ne? Mhm. Also das war schon, da habe ich gedacht, da muss ich mir noch was ausdenken, damit es auch ein bisschen besser klappt. Ja. Herr Kaltenborn hat vor einiger Zeit mal so eine Datenbank rumgeschickt, die einem dabei hilft bei der Recherche. Das kann ich dir dann mal zeigen. Obwohl ich die eigentlich auch hier also da kann ich wirklich jede Hilfe gebrauchen. Gut. Und du hast ja schon gesagt, du bist gerne im Beratungsdienst. Ja. Hast du auch schon im Erwachsenenbereich gesessen? Nein, das ist jetzt für Dezember geplant. Hm. Und da habe ich auch Katrin schon gefragt, ob sie mich da vorher ein bisschen einweisen kann, damit ich weiß, worauf muss ich achten, was muss wann getan werden, wo muss abgeschlossen werden und was passiert, wenn man beim Spätdienst dann die Letzte ist und so, ja, also es steht für Dezember an. Mhm. Ja. Dann hast du ja dann alles. Dann habe ich alles durch. Ja. Ja. Mhm. Und du kannst dir schon so ein bisschen einen Eindruck erlauben oder ein Urteil, ob die Leserinnen und Leser hier anders sind als in Pankow zum Beispiel. Es ist ein anderer Menschenschlag. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Also ich wage zu behaupten, ja, habe aber eigentlich noch nicht genug Beratungsdienste gehabt, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Ich glaube, also jetzt, ich würde sagen, hier ist ein bisschen mehr, also vom Empfinden her, würde ich sagen, mehr jüngere, also so alleinstehende Mütter mit Kleinkindern, kommt es mir so vor, aber das ist jetzt nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich wüsste nicht, ob man das mit Zahlen bestätigen könnte. Ja. So. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Ne? Die sich auch ein bisschen länger aufhalten und die Kinder spielen Spiele und blättern in den Pappbilderbüchern. Ich meine, hat man in Pankow natürlich auch, aber ich würde sagen, es kam mir hier von der Masse her mehr vor. Also ich höre ja manchmal so Berichte aus anderen Stadtbezirken, aus Mitte zum Beispiel, von einer ehemaligen Kollegin, die auch mal hier bei uns war. Und die erzählt ja manchmal Horrorgeschichten, dass ich denke, Gott, haben wir ein seriöses Publikum hier. Bis hin zu Heroin-Spritzen oder Leute, die sich, also Obdachlose, die sich auf den Toiletten dann waschen und so weiter. Ich meine, da ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber es geht dann, manche werden auch gewalttätig, auch gegenüber dem Personal, also da ist schon so einiges passiert und da denke ich mir, oh. Na Gott, das muss ich Gott sei Dank noch nicht erleben hier. Jo, Katrin, dann habe ich so das Gefühl, du hast dich gut integriert, du fühlst dich hier wohl, hast deinen Schritt nicht bereut. Auf gar keinen Fall. Sehr schön. Ja. Ja, und ich glaube, du bist ja auch herzlich willkommen geheißen worden. Das habe ich so empfunden. Alle haben sich gefreut, in der CDE natürlich besonders. Und die Gefahr besteht ja in der ZE immer so ein bisschen, dass man da drin sitzt und gar niemanden, wie soll ich sagen, wenn du jetzt keinen Beratungsdienst hast, gehst du morgens in die ZE und nachmittags wieder raus. Ja. Und alle, die nicht mal in dein Zimmer reingeguckt haben, haben dich gar nicht gesehen, so ungefähr, außer vielleicht beim Mittagessen. Ne? Und so kann es halt passieren, dass du jetzt eine ganze Woche hier bist und ich auch und wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen. Ja, deswegen versuche ich auch immer, wenn ich komme und gehe, so einen kleinen Blick in jedes Zimmer zu werfen und wenigstens sich zu begrüßen oder sich zu verabschieden, dass man sich mal in die Augen geschaut hat, einmal am Tag. Ja, das ist in anderen Bereichen nicht so, weil man da ja doch oft draußen ist und viel hin und her marschiert. Ja, Katrin, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Und wünsche dir alles Gute, dass du dich weiterhin wohlfühlst bei uns. Und dann. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ja. Und dann hoffe ich, dass du dir diese Folge an deinem Geburtstag anhörst
Und dich dann dich daran erfreuen kannst, vor allen Dingen, kannst du ja dann Gästen vorspielen. Oh Gott, oh Gott. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh Gott, oh Gott. Na, das muss ich mir noch überlegen. Ja, genau. Ja. Du kannst erstmal Probe hören. Genau, genau. Okay. Ja? Also, vielen Dank. Danke dir auch. Und von Ihnen verabschieden wir uns damit, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.